in der Stadtratssitzung und ich sage schon mal, wie es weitergeht. Wir rufen jetzt den Tagesordnungspunkt 20 auf, dann kommt 13 und in der 20 würde ich zunächst um Einbringung bitten und dann beginnt die Fraktionsrunde und da beginnt die AfD, damit Sie sich vorbereiten können. So, jetzt aber... Herr Hecht führt ein. Na dann führt Herr Hecht ein und bitte wieder volle Konzentration auf nur einen Redner und der ist Herr Hecht jetzt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Nachtschwärmerinnen und Creatures of the Night. Ich wollte eigentlich für die Einbringung unseres interfraktionellen Antrags ein bisschen was vorbereiten und hier hinten, das bietet sich eigentlich super an für so ein DJ-Set, bisschen hier Lichtshow und Gläsergeklimper im Hintergrund. Aber nachdem der Antrag jetzt verschoben wurde, habe ich heute nicht mal mehr mein Jackett eingepackt, weil ich dachte, es wird vielleicht nochmal in einer anderen Sitzung sein. Dann hatte ich die zweite Idee, ob ich eigentlich einfach mal alle bitten soll, die Augen zu schließen und sich kurz an seine Lieblingsmusik zu erinnern, damit ich dann Ihnen klar machen kann, dass diese Musik höchstwahrscheinlich nachts entstanden ist. Das ist nachts entstanden, Led Zeppelin, auf jeden Fall. Ne? In den Clubs und ich sage mal, so eine Oper ist früher auch nicht viel mehr gewesen als ein Club. Da wurde genauso geschwatzt und Karten gespielt und gefäschpert, wie das heute in einer Musikkneipe der Fall ist. Und in dem Sinne sozusagen ist die Nacht von ganz besonderer Bedeutung für die Menschheit, wenn ich da jetzt ein bisschen pathetisch werden soll, und vor allen Dingen sozusagen für die Menschheit hier in Dresden, weil wir sind eine Großstadt, wir haben ein Nachtleben und wir haben uns auch gerade länger darüber unterhalten, was damit einhergeht, im Guten wie im Bösen. Und genau da setzt sozusagen so eine Nachtbürgermeisterin oder so ein Nachtbürgermeister an. Nämlich bei den Bürgerinnen und Bürgern der Nacht sozusagen und bei den Meistern dieser damit einhergehenden Herausforderungen. Deswegen haben wir als Grüne, SPD und Linke einen interfraktionellen Antrag in den Stadtrat eingebracht, auch in Dresden die Institution eines solchen Nachtbürgermeisterin oder eines Nachtbürgermeisters einzurichten bzw. sich darauf vorzubereiten. Ich will mal kurz sagen, aus was unser Antrag am Ende noch bestand, weil wir haben ja auch die Anregungen sozusagen und auch die Kritik am Antrag aufgenommen, dankenswerterweise. Das war auch eine gute, fruchtbare Zusammenarbeit, auch mit der FDP im Übrigen. Vielen Dank. Und jedenfalls, wir wollen zunächst eine Anhörung machen, denn jede Stadt ist doch anders. Es gibt einige Städte, viele Städte mittlerweile, die haben diese Institution bei sich schon und haben damit Erfahrungen gemacht. Aber was wir vorher hatten, in Dresden gibt es zum Beispiel fast nur die Neustadt und das Industriegebiet. Das ist natürlich eine andere Lage, als wenn das zum Beispiel Amsterdam ist oder Berlin oder Heidelberg, um nur andere Beispiele zu nennen, oder gar Tokio oder New York. Also jedenfalls für Dresden brauchen wir eine spezifische Konzeption, was da eigentlich wie passieren soll, was hier die Bedarfe sind vor Ort im Detail. Und aus dieser Anhörung heraus soll es eine Konzeptentwicklung geben und eine Ausschreibung für ein Pilotprojekt, 2 Jahre mit einer Auswertung dann dementsprechend. Und am Ende sozusagen ist auch die Stadtverwaltung gefordert, zu überlegen, wie sie am besten eine Ansprechstation bei sich einrichtet, jemanden, der diese Sprache der Nacht und die Sprache sozusagen der Verwaltung übersetzen kann. Also zum Beispiel, wenn es um Genehmigungsverfahren geht oder auch sozusagen im Falle von Konflikten, von Mediation. Wir haben ja vorher schon bei der Sache der Ecke mit den vielen Namen gehört, dass in unserer Stadt so eine Art Arbeitsteilung herrscht sozusagen. Also nur weil es in bestimmten Stadtteilen ganz besonders leise ist, muss es sozusagen ja irgendwo hin. Und dafür ist es eben an anderer Ecke sozusagen ganz besonders laut.
Und in diesem Rhythmus sozusagen, deswegen freue ich mich auch tatsächlich, dass dieser Antrag jetzt hier noch behandelt wurde nach dem letzten, könnte natürlich auch so eine Institution einer Nachtbürgermeisterin oder eines Nachtbürgermeisters Impulse geben, Mediation, Coaching, Beratung anbieten, gucken, wie kriegt man jetzt die Spätis zusammen und was kann man sozusagen mit diesen Mitteln hier beibringen. Deswegen ist sozusagen das Beispiel uns, aber es gibt eine Nachtbürgermeisterin, ein Nachtbürgermeister hat noch viele andere mögliche Funktionen, sei es Gesundheitsprävention, sei es Konzeptentwicklung. Jetzt in der Corona-Zeit hatte man natürlich daran einen großen Bedarf, sei es auch das Verhandeln, wenn es um Straßenfeste geht oder dort eben Rat und Beistand anzubieten, etc. pp. Oder hier Thema Verkehr, wie kommen die jungen Leute wieder in ihre Vorstädte? Nachts oder morgens. Also jedenfalls, das ist unser gemeinsamer Antrag. Ich bitte um eine Zustimmung. Dresden muss hier Ideen entwickeln, wie das passen soll, damit das ein bisschen sozusagen moderiert werden kann, das Verhältnis zwischen Nacht und Stadt, zwischen Tag und Laut und Musik. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. AfD beginnt. Herr Gilke, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, ich möchte im Anfang gleich mit einem Mythos aufräumen. Wir haben gehört, dass diese Institution des Nachtbürgermeisters solche Probleme wie am Assi-Eck lösen könnte. Dem ist nicht so. Man sollte sich schon mit seinen Anträgen beschäftigen und wissen, was einen Inhalt sie auch haben. Da sollte man nichts reininterpretieren, was dort nicht drin ist. Der Antrag selber hat drei Punkte: eine Anhörung, eine Konzeptausschreibung und bereitstellen, die aktiviert werden sollen. Das sind drei Schritte, die man hintereinander macht, aber nicht in einem Antrag. Interessanterweise könnte man jetzt eigentlich die Anhörung schon fast bleiben lassen, weil es soll ja schon ein Konzept geschrieben werden. Man will schon jemanden einstellen. Das ist eigentlich insgesamt Schwachsinn pur. Man kommt auf den Verdacht, dort kennt jemand, der jemand kennt, der einen Job braucht. Man weiß es nicht. Das Interessante, man weiß es nicht, ob jemand diesen Job haben will. Will da jemand einen Job von Ihnen haben? Ist es so nötig? Meine Güte, wie primitiv ist das eigentlich? Die Problematik zum Thema Nachtbürgermeister bedeutet eigentlich wie folgt, dass der koordiniert die Dinge, die in der Nacht laufen. Ob das Kneipen sind, ob das Veranstaltungen sind, da wird eine Koordination passiert, was einen durchaus positiven Effekt hat für die Menschen, die nachts unterwegs sind, die feiern wollen, die Kultur atmen wollen. Nur muss man sich auch fragen, rentiert sich das auch? Und ich muss sagen, wenn man sich diesen Antrag durchliest, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Thematik, stellt man fest, die Antragsteller haben von Wirtschaftlichkeit keine Ahnung. Weil bevor man sich überlegt, was will man eigentlich machen, man will Geld investieren, sollte man sich überlegen, wen spricht es denn an? Spricht es die Dresdner an, die eigentliche Dresdner Bevölkerung? Nein, sie würden es sicherlich nutzen, weiß auch nicht, warum nicht, wenn es etwas Einfaches gibt, was Schönes gibt, warum auch nicht, aber sie bringen keinen einzigen Dresdner mehr ins Nachtleben, sie bringen keinen einzigen Cent mehr Umsatz durch die Dresdner. Dann haben wir die Gäste, die in Dresden übernachten und länger da sind. Die haben sich meistens überlegt, was sie wollen. Die wissen, wann sie vielleicht in welche Kneipe gehen wollen, wann sie irgendwelche Kulturveranstaltungen haben wollen. Und wir haben die Tagesgäste. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Nachtbürgermeister aus der Wirtschaftlichkeit heraus nur einen Cent mehr Umsatz bringt, ist nicht wirklich gegeben. Und da muss man sich überlegen, muss man dieses Geld investieren? Aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, nein, auf jeden Fall nicht. Dann haben wir diese Namensnennung Tokio. Wir haben es noch gehört, Amsterdam, Berlin, New York, Dresden. Ja, das passt. Dresden ist eine durchaus besondere Stadt, hat auch was Besonderes zu bieten. Das können Sie zum Beispiel auf dem Neumarkt sehen. Aber das brauche ich einer Partei nicht erklären, die an der Robotronenkantine festhält. Die weiß gar nicht, wofür Dresden eigentlich steht. Und Heidelberg, das ist zwar ganz nett, Heidelberg wäre vergleichbar mit Dresden, aber wenn Sie sich da mal schlau gemacht hätten, dann wüssten Sie, dass die Ihren Nachtbürgermeister am 10.02.2021 aktiviert haben. Das sind keinerlei valide Zahlen, auf die man da zurückgreifen kann, da wir auch Corona-Zeit hatten.
Das alles ist insgesamt keine runde Geschichte, es ist insgesamt wirtschaftlicher Blödsinn. Diese Sache kann nur ein einziges Ergebnis haben, Ablehnung. Vielen Dank. Als nächstes SPD, Frau Mühlbach. Ich war ganz erschrocken. Ich musste überlegen, was ich auf diesen Blödsinn antworte. Herr Oberbürgermeister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und liebe Dresdner, ich bin sehr froh, dass wir heute noch über das Thema Prävention sprechen können, nachdem wir uns jetzt 2,5 Stunden mit Restriktionen beschäftigen mussten. Dresden ist reif, auch wenn Sie das anders sehen, lieber Herr Gilke, mehr als reif für einen Nachtbürgermeister. Das zeigen die Diskussionen, die wir bisher heute geführt haben, einmal mehr als deutlich. Und ich sage es nochmal, und wenn auch nur, um Sie zu ärgern, Herr Gilke, New York, Paris, Zürich, Amsterdam, Hamburg, München, Mannheim und viele, viele andere Städte, die haben längst einen Nachtbürgermeister und das ist auch gut so. Das zeigt aber auch, das ist kein Teufelszeug, über das wir hier reden, und es ist noch nicht mal besonders progressiv, andere Städte sind da schon viel weiter. Aber es ist nötig. Das zeigen die vergangenen Stunden wie durch ein Brennglas noch mal besonders deutlich. Es braucht präventive Maßnahmen. Maßnahmen, die ansetzen, bevor eine Situation aus dem Ruder läuft und dann eben Gegenstand von Polizeiverordnungen wird. Es braucht Dialog. Die Nachtschlichter übrigens sind eine solche dialogfördernde Maßnahme, die vor einigen Monaten auf den Weg gebracht worden ist. Und sie funktioniert. Die Anwohner sagen es deutlich, sie sagen auch, es wird deutlich ruhiger rund ums Assi-Eck. Und jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns dazu durchringen und endlich auch diesen Schritt gehen, einen Nachtbürgermeister auf den Weg zu bringen, nicht nur die Dresdner Clubszene, die in den vergangenen Jahren extrem gebeutelt wurde, wartet darauf. Und allen Kritikern oder vielleicht auch denen, die es einfach immer noch nicht begriffen haben, was er eigentlich macht, so ein Nachtbürgermeister, denen möchte ich gerne nochmal sagen, er sorgt dafür, dass die Nacht attraktiv bleibt. Und das meint nicht, was einige von Ihnen jetzt vielleicht denken. Denn natürlich gibt es in der Nacht auch Probleme. Es gibt Lärm, es gibt Gewalt, es gibt Drogen. Aber die Nacht steht auch, und das zunehmend und besonders in Dresden, für kulturelle und kreative Begegnungen. Ein Nachtbürgermeister, das wurde schon gesagt, kennt die Regeln der Nacht. Er ist Ansprechpartner für Veranstalter und für die Verwaltung gleichermaßen. Er soll und er kann vermitteln zwischen Veranstaltern, Gästen, Gästen und Verwaltung. Und er soll natürlich tatsächlich erste Anlaufstelle bei Beschwerden sein. Kurz, er soll deeskalieren, bevor das Problem überhaupt entsteht. Und er soll Lösungen finden, gemeinsam mit den Betroffenen. Machen wir uns nichts vor, auch das wurde schon gesagt, der vorliegende Antrag ist ein Kompromiss, ein Tippelschrittchen eigentlich. Eine Anhörung organisieren, ein Pilotprojekt vorbereiten, aber Herr Oberbürgermeister, er gibt Ihnen die Gelegenheit, mit gutem Beispiel voranzugehen. Definieren Sie einen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung, der sich den Themen Nachtgeschehen, Clubkultur, Festkultur und auch der Straßenkunst, wir kommen vielleicht noch dazu, zuwendet. Das Dresdner Nachtleben wird es Ihnen danken. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Magnus Hecht, vielen Dank für die jetzt in dieser Form vorliegende Version des Antrages, weil so wie er jetzt da steht, können wir den als Fraktion mittragen und ich kann Ihnen auch mal begründen, warum. Zum Ersten, Herr Gilke, ich weiß nicht, in wie vielen der genannten Städte Sie schon waren. Ich, außer Tokio war ich bis jetzt schon in allen. Und diese Städte haben ein was gemeinsam. Die sind deswegen so faszinierend, weil dort eben nach 20 Uhr oder auch nach 18 Uhr oder auch nach 24 Uhr immer noch was los ist und weil es Spaß macht, dort zu leben, weil es dort wirklich Spaß macht, die Stadt zu erleben, sei es am Tag, sei es am Nacht. Und dort gibt es auch die ganzen Konfliktpotenziale nicht, die wir in Dresden teilweise haben. Zumindest in deutlich geringerer Form. Wenn ich mir überlege, was wir für Debatten in Dresden führen, aus diversen Gründen. In einer 500.000 Einwohnerstadt, die führen Millionenstädte teilweise nicht. Der Grund, warum dieser Antrag, ich finde den in der jetzigen Form, wie gesagt, besser als in der Originalform. Ich werde auch mal begründen, warum. In den
Beiträgen gerade bis jetzt wurde ja immer gesagt, es geht darum, Prävention zu betreiben, Probleme zu beseitigen und so weiter. Ich sehe aber eine andere Aufgabe des Nachtbürgermeisters als viel essentieller an. Und die heißt es, wir haben einen Haufen Clubbetreiber, wir haben einen Haufen Konzertbühnenbetreiber, wir haben einen Haufen Eventagenturen, wir haben einen Haufen Kneipiers, die in dieser Stadt was machen wollen, die immer wieder mal Probleme mit der Verwaltung haben. Und das sind nicht solche Verwaltungsexperten, die scheitern oftmals schon an Verordnungen, weil sie nicht wissen, wer ist die Ansprechstation, wo muss ich welchen Antrag stellen und so weiter. Und diesen könnte so eine Stelle helfen. Und genau aus dem Grund bin ich auch dem Antrag in der jetzt vorliegenden Form dankbar, weil das Straßen- und Tiefbauamt wäre definitiv der falsche Geschäftsbereich für so eine Position gewesen, weil das Straßen- und Tiefbauamt eben leider Gottes immer so ein Amt ist, das Dinge eher verhindert. Von daher finde ich diese ergebnisoffene Diskussion, wie sie jetzt geführt wird, wesentlich besser. Und im Namen aller Clubbetreiber, mit denen ich, mit dem wir, lieber Magnus, ja gemeinsam gesprochen haben, bitte ich hier für diesen Antrag in der jetzt vorliegenden Form um breite Zustimmung. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Dissidenten, Herr Aschenbach. Paris, New York, Dresden. Und auf manchen Quatsch bin auch ich nicht vorbereitet, Herr Gilke. Respekt, Respekt. Aber los geht's. Hallo, Grüne, Linke, SPD. Zunächst eine kurze allgemeine Schematik von Information, Erkenntnis und Handlung in deren logischer Reihenfolge. Wie schon die Erkenntnisse, die aus den Informationen gewonnen werden können, sich stark unterscheiden. Was? Mist geschrieben, egal. So würde Herr Tastrow womöglich aus der Information, es gäbe ein Problem, zu früh geklatscht, mit der Autolagerung schließen, dass man Parkplätze bräuchte, während Frau Krause wohl eher die Zahl der Autos reduzieren wollte. Die Schlussfolgerungen aus Informationen können also sehr unterschiedlich sein und somit auch die daraus folgenden Handlungen. Nun zum Antrag. Ihr hättet gerne eine Nachtbürgermeisterin als Verbindungsglied und Dolmetscher zwischen Verwaltung und Nachtleben. Nein, falsch. Nachtökonomie. Leben ist viel zu laut, unberechenbar und unansehnlich, ist der Bürger doch gerade des Nachts oft schwer zu meistern. Da, wie ihr selbst feststellt, die Konzepte von Heidelberg bis Tokio sehr unterschiedlich sind, sollte es eine Anhörung zum Thema geben, um herauszufinden, wie genau so eine Nachtbürgermeisterin für Dresden aussehen könnte. Soweit so gut, meine Stimme für Informationsgewinn. In Punkt 2 des Antrags wollt ihr den Oberbürgermeister beauftragen, mit den Erkenntnissen aus der Anhörung eine Konzeptausschreibung als zweijähriges Pilotprojekt vorzubereiten. An dieser Stelle erinnern wir uns kurz an die Tatsache, dass die gleichen Informationen nicht zwangsläufig zur gleichen Erkenntnis führen und dass die abgeleiteten Handlungen, in diesem Fall das Konzept für eine Nachtbürgermeisterin, unberechenbar werden. Des Weiteren vergegenwärtigen wir uns, wer derzeit dieser Oberbürgermeister ist und welchen Erfolg seine Konkurrentin beim Erstellen eines viel drängenderen Konzepts bewies. Irgendwas mit Klima eilt ja nicht. Aber bleiben wir beim Amtsinhaber. Der hält, und das muss man betonen, das politische Amt des Oberbürgermeisters für einen Managementposten. Demokratie-Smiley. Ob und welche Erkenntnisse dieser Mann bei einer Anhörung gewinnt, wage ich mir nicht auszumalen. Womöglich findet er was zum Verscherbeln oder will danach nach Tokio auswandern. Schön wär's, wird er aber nicht. Deswegen lehnen wir diesen Punkt ab. Zu Punkt 3. Ihr wollt eine Nachtbürgermeisterin als Ansprechstation, die dann ihrerseits nochmal eine Ansprechstation in der Verwaltung braucht. So, eine Ansprechstation für die Ansprechstation. Und das Tohubabo aus Nachtökonomie, Clubkultur, Festen, wo kommen die denn her, und Straßenkunst, die laut Satzung des Nachts untersagt ist. Zwei Dinge zum Schluss. Wenn ihr gerne eine Nachtbürgermeisterin wollt,
was ich nicht ablehne. Wie wär's, wenn ihr euch mal mit dem Thema intensiv auseinandersetzt und dann einen Antrag schreibt, aus dem hervorgeht, was das sein soll? Wie man auch hier hören konnte, ist es völlig unklar, irgendwas zwischen Streitschlichten und, naja, was Herr Gilke dachte, war lustig. Gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Zweitens, das gilt genauso für die rechte Seite. Und drittens, ich bitte um punktweise Abstimmung. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Sieht so aus. Dann CDU, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das sind wirklich hier zwei unterschiedliche Pole, die hier zusammenkommen. Wenn ich Frau Mühlbach anhöre mit ihrer Rede, dann müsste man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, in Dresden findet gar nichts statt. Da ist nichts, da findet nichts. Wir brauchen endlich jemanden, die Initiative der Verwaltung, dass da sich endlich mal in der Nacht was tut. Im Antragsbegründung steht, in Dresden ist eine besonders vielfältige Nachtökonomie zu verzeichnen, ohne dass sich hier bisher ein konkreter Ansprecher dafür finden lässt, die Sprachen der verschiedenen Beteiligten untereinander übersetzen könnten. Meine Güte, meine Damen und Herren, und die Spätis, wenn so viele Spätis sitzen, wenn die ein Problem haben, liebe FDP, seit wann seid ihr denn für irgendeine Regulierung? Die könnten doch mal auf den Gedanken kommen, dass die sich selber organisieren, dass die selber mal ins Gespräch kommen. Irgendeinen irgendwie gearteten Bedarf, noch irgendetwas zu installieren, den gibt es gar nicht. Können Sie auch gar nicht mal definieren. Das ist wieder so ein typischer Antrag. Ja? Ich weiß nicht, ich habe da eine Idee in anderen Städten, ich weiß aber auch nicht, was ich damit machen soll. Stadtverwaltung, mach doch mal eine Anhörung und dann entwickelt mir mal eine Idee. Das ist das, warum wir ewig und drei Tage mit unseren Tagesordnungspunkten nicht zurechtkommen. Ich hätte gedacht, Herr Aschenbach wäre wenigstens dann witzig, dass er sagt haben, wenn ich Nacht und Nacht schnell ausspreche, dann komme ich zum Nacktbürgermeister. Ja, das wäre noch mal ein Gag gewesen. Ja. Aber die Differenzierung, der Antrag ist vom Ansatz her, macht er genau dasselbe, was Sie verhindern wollen. Sie haben, wann soll denn die Kompetenz des Nacht, ich bemühe mich, den ordentlich auszusprechen, der Nachtbürgermeister, wann soll dessen Kompetenz denn anfangen und aufhören? Welchen Ansprechpartner muss denn irgendjemand von der haben? Muss der sich jetzt überlegen? Da muss er nämlich in die Verordnung gucken. Ist es jetzt 20.01 Uhr, was ich machen will? Dann ist es vielleicht der Nachtbürgermeister. Bei 19.59 Uhr wird er weggeschickt zu dem anderen. Meine Damen und Herren, das hat die Verwaltung auch gesagt, es ist völlig unklar und aberwitzig, was Sie denn hier, Sie schaffen ein bürokratisches Monster, das genau, schon auf den ersten Blick, genau das Gegenteil von dem in der Lage ist, zu bewirken, was Sie eigentlich wollen. Meine Damen und Herren, das ist ein typischer Antrag, der, wenn man es gut meint, sagt, er ist gut gemeint. Aber ich wiederhole es hier noch mehrfach, der perfideste Feind von gut ist gut gemeint. Und deswegen diesen Unsinn, meine Damen und Herren, bitte ablehnen. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filosiene. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Dr. Braun, Sie haben mir jetzt gerade eine echte Steilvorlage geliefert. Weil Ihnen muss ich, glaube ich, nicht, nein, weiß ich, dass ich Ihnen nicht erklären muss, wer Herr Grötsch ist oder war, für die, die nicht schon so lange im Stadtrat sind wie ich. Das war ein früherer Fraktionsvorsitzender, also ein Vorvorgänger von Herrn Krüger. Und der ist Bürgermeister in Mannheim schon ziemlich lange, zweimal schon wiedergewählt. Und er ist Bürgermeister für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Struktur. Warum interessiert mich das an dieser Stelle? Weil Mannheim tatsächlich die erste Stadt in Deutschland war, die einen Nachtbürgermeister eingeführt hat. Und wenn man mal auf deren Seiten googelt, dann wird man nämlich viele dieser Fragen, Herr Dr. Brauns, Herr Dr. Brauns, viele dieser Fragen, die Sie in den Raum gestellt haben,
beantworten. Scheint niemand zu interessieren, aber gut. Es wird ja aufgezeichnet. Und zwar schreiben die, also vorweg, die ziehen ein sehr positives Resümee, weil, und die haben denn jetzt schon ein paar Jahre, weil es eben nicht jetzt nur um reine Prävention oder sozusagen eine weitere Ordnungspolizei, die dann halt nachts unterwegs ist, da haben wir ja vorher drüber diskutiert, geht, sondern was schreiben Sie? Es geht um eine erstens Stärkung der Nachtkultur und das hat der Kollege Maloney ja sehr deutlich gesagt, Wirtschaft hört ja nun auch nicht abends um 20 Uhr auf. Könnten Sie mal klingeln? Das ist vermutlich die Stadtratskultur. Und soll ich in die Kultur eingreifen? Und schon hören alle zu. Bitte sehr. Also die Wirtschaft endet ja in einer Stadt auch nicht um 20 Uhr. Was leider häufig endet, und zwar schon deutlich früher, ist der Einsatz oder die Möglichkeit, jemanden in der Verwaltung zu kontaktieren, weil die, was ich niemandem zum Vorwurf mache, im Normalfall halt die normalen tagesüblichen Arbeitszeiten haben. Und alle wissen ja, freitags ist besonders schön, ab Freitag um eins macht jeder seins und da geht das Wochenende und damit dann die eigentliche Kultur häufig auch erst los. Also das war Stärkung der Nachtkultur, dann Schaffung neuer Impulse für das Nachtleben. Auch das ist es. Auch da muss ich jetzt wieder an Herrn Maloney anknüpfen, wenn man halt in anderen Städten unterwegs ist und weiß, was eine wirklich lebenswerte Stadt auch nachts ausmacht. Dann kann man da an der Stelle, und ich will da Dresden gar nicht schlecht reden, da passiert schon, ist schon ganz viel da, das stand ja auch in der Begründung, aber man kann da auch noch zusätzliche Impulse geben. Und natürlich ist das auch jemand, der Moderation und Mediation im Beschwerdefall vornimmt. Alles dies können Sie auf der Seite der Landes-, nee, sind die Landeshauptstadt? Nee, das sind sie nicht. Mannheim genau gucken und da auch dieses Resümee ziehen, sehen, was die ziehen. Und natürlich ist das, was jetzt als federführender Ausschussbericht vorliegt, ein Kompromiss, aber wie ich finde, ein sehr guter Kompromiss nach einer längeren Diskussion, dass wir eben gesagt haben, ja, also natürlich wollen wir das, aber wir haben, da bin ich selbstkritisch genug, in der ursprünglichen Fassung eigentlich schon zu klar gesagt, wo das angedockt sein soll, eigentlich quasi schon, was soll es kosten, was soll, also welche Stelle soll wo angesiedelt werden. Und wenn man sich da dann nochmal umguckt, dann ist eben in den genannten Städten, die solche Bürgermeister haben, so Nachtbürgermeister, gibt es da ganz unterschiedliche Modelle. Und wir haben jetzt so oft diesen Antrag vertagt hier, jetzt wird er ja endlich abgestimmt. Jetzt sollten wir uns wirklich noch die Zeit nehmen und in Ruhe gucken, welches der Modelle, Wien hat zum Beispiel keinen einzelnen, sondern die haben quasi wie so eine Art Büro, ein Nachtbüro nenne ich es jetzt mal, uns gefällt und wer da, wie gesagt, gerne noch, also noch einen Draht zu Herrn Grötsch hat, ich bin sehr davon überzeugt, er wird Ihnen Positives über den Nachtbürgermeister sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Filius-Jene, auch für die Anregung, mit dem geschätzten Kollegen Grötsch mal wieder Kontakt aufzunehmen und einen Erfahrungsaustausch zu machen. Wir haben punktweise Abstimmung beantragt. Ich habe Sie gesehen, Herr Gilke, die Fraktionsrunde ist jetzt durch. Wenn ich die Fassung der Beschlussempfehlung jetzt so sehe, passiert ja mit dem Beschluss erstmal nichts, sondern wir machen dieses Thema der Anhörung und aus der Anhörung die Information, dann die Erkenntnis und dann das Handeln. Das Handeln könnte also auch darin bestehen, dass der Oberbürgermeister im Rahmen seiner Organisationshoheit einer Kollegin den Hut aufsetzt und ihre Geschäftsbereichsleitung und sie auch mal ausdrücklich ermächtigt, auch nachts zu arbeiten.
Es ist im Übrigen der Stadtverwaltung nicht verboten, zu Zeiten außerhalb des Tagesgeschäfts zu arbeiten an der Stelle. Ich habe Herrn Gilke noch gesehen und Herrn Genschmar, bitte. Herr Maloney, als ich an Ihnen vorbeigegangen bin, haben Sie gesagt, oh nee, Sie haben einen Grund dazu, das so zu sagen, aber zu Ihnen komme ich noch. Wir haben gehört, ja, ist jetzt, ich habe jetzt das Wort, danke. Ich habe gehört von der Mediation. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was eine Mediation ist. In der Mediation brauchen Sie jemanden, den Sie greifen können. Wer am ASIEC ist der Veranstalter? Ups, da gibt es nämlich keinen. Viel Spaß, dort eine Mediation durchzuführen. Und Herr Maloney, damit Sie auch einen Grund haben, das nicht zu mögen, dass ich hier bin, einen FDP-Mann zu erklären, wie Wirtschaft funktioniert, ist natürlich schon weitnein peinlich. Eine Investition sollte auch einen Gewinn erwirtschaften. Erklären Sie doch mal bitte schön, wo der Nachtbürgermeister die Investition einen Gewinn für Dresden erwirtschaftet. Keinen emotionalen Gewinn, sondern einen monetären Gewinn. Da wäre ich mal sehr gespannt. Da können Sie mich nichts liefern, weil das funktioniert in Dresden nämlich nicht. Und noch der letzte Punkt. Wir reden hier von Steuergeldern. Und ich hatte vor geraumer Zeit, hatte ich mal den Linken erklärt, dass ich ihnen mal zeige, wo sie Heuchler sind. Dieser Antrag ist, macht sie zu Heuchlern, weil sie geben hier Geld aus für nichts Bedürftiges. Aber die Pfandsammler in Dresden, die alten Menschen, die in den Mülleimern kruchen, die haben nichts davon. Die Menschen, die an die Tafel gehen, die haben nichts davon. Aber sie wollen Steuergelder dafür ausgeben, Steuergelder, die keinen Rückfluss haben, weil es keine Gewinne gibt. Das ist asozial, das ist Heuchlerei. Danke. Als nächstes Herr Genschmar, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, ich will ganz kurz für unsere Fraktion begründen, warum wir den Antrag auch ablehnen. Und die Begründung geht eigentlich an meine Freunde von der FDP, wo ich noch glückliches Mitglied dieser Fraktion war. War das eigentlich bei uns immer gang und gäbe, dass wir gegen dieses beauftragten Wesen immer dagegen gestimmt haben. Wir haben für jeden irgendwo einen Beauftragten gemacht. Holger, deine Kritik an einer lahmen oder bürokratischen Verwaltung teile ich zu 100%. Ich glaube jetzt nicht, dass wir, wenn wir jetzt übergehen, neue Bürgermeister zu schaffen, die Probleme, die die Verwaltung nie lösen kann, aufzumachen, dann haben wir bald dann einen Kinderbürgermeister, einen diversen Bürgermeister oder sonst wo. Und aus dem Grund lehnen wir das ab. Vielen Dank, Herr Genschmar. Ich hoffe, Sie sind in der neuen Fraktion glücklich, weil sonst müssten wir als nächstes einen Glücksbürgermeister einrichten. Gut, wir sind mit der Rednerliste soweit durch. Ist ein Schlusswort gewünscht? Herr Hecht, bitte. Erste Geschäftsordnung, Herr. Nein, ich. Ja, ich wollte diesen Ergänzungsantrag stellen. Also Herr Hecht würde gleich das Schlusswort sprechen. Dann möchte ich noch mal. Ja, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Ihre Idee ist fulminant und ich möchte sie unmittelbar aufgreifen. Deswegen möchte ich als Punkt 4 anfügen, in der Anhörung soll auch die Frage eines Glücksbürgermeisters erörtert werden. Ich möchte das auch gerne begründen. Ich möchte das gerne begründen, soviel ich weiß. Gibt es auch im Staat Nepal oder Bhutan, ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls dort oben, Nepal im Kaukasusgebiet, auch einen offiziellen Staatszweck, steht da glaube ich auch in der Verfassung drin, dass jeder dort den Anspruch auf Glück hat. Und wenn wir uns an die amerikanische Verfassung erinnern, da steht glaube ich was drin von Pursuit of Happiness. Herr Dr. Lames hat darauf gewartet, dass uns das einfällt. Also von daher denke ich, dass bei diesem tiefschürfenden Antrag doch auch diese Ergänzung zwingend notwendig ist und ich bitte Sie, so zur Abstimmung zu bringen. Gut, ich würde das im Rahmen der punktweisen Abstimmung dann erst die Ergänzung dann auch berücksichtigen. Herr Hecht, bitte zum Schlusswort. Ja, Herr Erster Bürgermeister, meine Kolleginnen und Kollegen, liebe Nacktschnecken, also, ich will die Sache nur kurz machen. Darf ich Sie bitte um Aufmerksamkeit für den Redner bitten, insbesondere damit der Wortwitz nicht untergeht. Das versteht man sonst nicht richtig, wenn man redet.
Also allein durch die Tatsache, dass hier in diesem Rat auch mal wieder ein bisschen Spaß und Freude herrscht und sozusagen das nicht nur eine einseitige Hohn- und Häme-Sache ist, finde ich, hat sich die Sache schon gelohnt. Und da sieht man eigentlich den Einfluss von Club- und Musikkultur auch auf uns. Ich wollte eigentlich jetzt nur noch mal vorkommen mit meinem Schlusswort, weil ich unbedingt von dieser Stelle aus mal jemand grüßen wollte. Und das ist in dem Fall das Clubnetz Dresden, der Zusammenschluss sozusagen der Spielstätten vom Jazzclub Tonne bis zur Groove Station, also eine ganze Reihe sozusagen, die wir schätzen. Und natürlich haben wir den Antrag sozusagen mit denen vorbereitet, das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Die haben dort auch ihre Bedürfnisse und Expertisen sozusagen als eine der möglichen Nutznießerinnen damit eingebracht. Und dort ist natürlich auch ein Grad von Organisationen zu entdecken, der vor einigen Jahren noch nicht da war, dass sich sozusagen auch Clubs untereinander vernetzen und hoffentlich bald auch die Spätis. Das ist natürlich eine ganz wichtiger Entwicklungsschritt sozusagen, um auch die eigenen Interessen zu vertreten. Und natürlich hat dann so eine Nachtbürgermeisterin oder ein Nachtbürgermeister oder auch so ein Büro oder von mir aus auch anders genannt sozusagen auch die Funktion dieser Repräsentation, nicht nur das Verständnis, sondern das tatsächlich auch nach vorne zu bringen als ganzes Thema. Ich darf erinnern, dass natürlich in Dresden schon eine ganze Menge da ist. Also auch DJs sind hier wirklich, die international von sich reden machen. Ich will es nur gesagt haben, sondern was wir gerade vorgeschlagen haben, soll das Ganze befördern. So, und in dem Sinne würde ich mich aber natürlich freuen, wenn man weitere Bürgermeisterinnen-Ideen sozusagen einfach entwickelt. Am Ende sind wir ja alle Bürgermeister, Meisterbürger in dieser Stadt und müssen das irgendwann schaffen, sozusagen unsere Interessen selbst zu vertreten. Die Sache mit dem Glück, der Vorschlag wird jetzt dazu führen, dass ich mich ganz kurz mit unseren Leuten abstimmen muss, also eine mini kleine Auszeit. In dem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank. Dann geben wir 2 Minuten Auszeit und treten dann ins Abstimmungsverfahren ein. So, ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen, damit wir in das Abstimmungsverfahren eintreten können. Wir haben 3 Punkte aus dem federführenden Ausschussbericht und dann einen 4. Punkt ergänzend von Herrn Lichti für die Fraktion Dissidenten eingereicht, in die Prüfung auch das Thema Glücksbürgermeister aufzunehmen. Den würde ich dann in der Reihenfolge als 4. Punkt entsprechend mit abstimmen. Ich rufe zunächst auf den Punkt 1 des federführenden Ausschussberichtes und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem die Zustimmung erteilen.
Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 36 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Ich darf aufrufen den Punkt 2 aus dem federführenden Ausschussbericht und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 33 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen ohne Enthaltung so angenommen. Ich rufe auf den Punkt 3 des federführenden Ausschussberichtes und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 33 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen ohne Enthaltung ebenfalls eine Mehrheit gefunden. Vielen Dank. Und schließlich zum ergänzenden Punkt 4, wie von Herrn Lichti beantragt, bitte ich Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 13 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden. Zur Geschäftsordnung, Herr Lichti. Herr Erster Bürgermeister Sittel, ich bin untröstlich. Wir feiern immer Ihre souveräne Handhabung der Sitzung, aber Ihnen ist leider ein Fehler unterlaufen. Es handelte sich bei dem Antrag Nummer 4 um einen Antrag des Stadtrats Lichti und nicht der Dissidentenfraktion. Daraufhin hat mich mein hochverehrter Herr Geschäftsführer, Herr Schmählich, darauf aufmerksam gemacht, der mitgeteilt hat, dass das nicht unseren demokratischen Regeln entspricht. Wir hätten das vorher in der Fraktionssitzung behandeln müssen. Also ich bitte, das im Protokoll richtigzustellen. Wir würden das entsprechend klarstellen, dass Sie diese Dissidenten ihrem geschäftsordnenden Namenszweck weiter Folge leisten und sich mit Dissidieren beschäftigen. Vielen Dank. Zur Geschäftsordnung, Herr Hanig. Zum Abstimmungsverhalten bitte. Und zwar, damit das Ganze nicht als Klamauk gewertet wird, ich habe dem Antrag zugestimmt, weil es den demokratischen Gepflogenheiten entspricht, solche Anträge stellen zu können und darüber nachdenken zu können. Und ich wollte damit deutlich machen, dass ich den Antrag auf Einrichtung des Nachtbürgermeisters für genauso unsinnig und wenig zielführend halte, wie den Antrag auf Einrichtung eines Glücksbürgermeisters. Gleiches Recht für alle, deswegen musste man ja dann zumindest mal ein Zeichen setzen. Vielen Dank. Damit ist die Behandlung des Tagesordnungspunkts 20 abgeschlossen.